Änderungen, Unterschiede und hoffentlich die vollständigen Patch Notes. Hallihallo, Hallöchen, moin, moin und herzlich willkommen zu diesem kleinen Überblick, Anmerkungen zum Patch. Links packe ich euch wie gewohnt unten in die Videobeschreibung. Um herauszufinden, was euch erwartet, werft einen Blick auf den Blade & Soul Vorschau-Stream vom vergangenen Donnerstag. Ihr werdet überrascht sein, was für interessante Sachen dort gezeigt werden. Im Endeffekt, schaut euch den Stream nicht an. 60 Minuten davon sind quasi mal wieder heiße Luft. Und 16 Minuten lang wird weitere Heißluft produziert. Zu Ehren des vierten Jubiläums zwischen dem 22. Januar und dem 19. Februar hat sich sogar der Turm des Mushin herausgeputzt. Ereignis zum vierten Jubiläumsfest schließt für die Münzen zum Jubiläum. Immer wechselnd Sternsteinmine oder Tiefen der Flut ab. Eine weitere Münze erhaltet ihr Turm des Mushins Stockwerk 7 bei Junghado. Holt euch, wie im letzten Video erzählt, schon das Ticket bei Kangcha ab, um direkt beim fünften Stockwerk zu starten. Es spart euch auf jeden Fall deutlich Zeit. Beziehungsweise macht dieses Event nicht mit. Es ist reine Zeitverschwendung. Ihr bekommt Kostüm Aurelia Schimmer und die Illusionswaffe der Passion. Siegerentwürfe des Designerwettbewerbs 2019. Hier unten seht ihr die Klamotte auch einmal schon. Würde euch 25 Münzen kosten. Vielleicht der Kuchen mit dem vierten Jubiläum ist interessant. Ihr werdet im Endeffekt Tiefen der Flut oder Sternsteinmine so oder so hin und wieder laufen. Von daher, die 10 Münzen bekommt ihr zusammen. Und vor allem Kostüm und Illusionswaffe erhaltet ihr einmal pro Account im Hongmun Shop bei Hongmun Münzen, auch bei Paketen, umsonst geschenkt. Das zweite Event, Entschlossenheit des Kriegers, selbe Laufdauer. Hier könnt ihr die Münzen bis zum 18. März eintauschen. Die Ereigniswährung Mark der Entschlossenheit. Täglich wechselt auch hier ein Dungeon, überschneidet sich nie mit den Sternsteinminen oder den Tiefen der Flut. Allerdings, beides wird immer in der Daily Rota drin sein. Von daher, die bekommt ihr 3 Marken der Entschlossenheit für einen Daily Dungeon immer mit. Eine weitere Daily, die wir jetzt zwangsläufig machen müssen, um Marken der Entschlossenheit zu bekommen, ist die Mondscheinzuflucht. 3-4 Marken könnt ihr in der Mondscheinzuflucht zusätzlich generieren. Weitere 12 Marken, insgesamt VT, TT Weeklies. Zusätzlich erhaltet ihr für das Abschließen der Herausforderung des Tages, es steht leider nicht dabei, ob für 2 oder für 4 oder für 6, die Kriegertour der Entschlossenheit. Weitere Marken der Entschlossenheit gibt es natürlich auch wieder für 90 Minuten einfach online sein. Dies sind die Gegenstände, die ihr für die Marken der Entschlossenheit euch eintauschen könnt. Eine Änderung gab es hier, hochwertiger Stein der Verwandlung ist jetzt lediglich noch 40 Marken der Entschlossenheit, nicht mehr 48. Heilige Fiole, Kristall des Gefährten sind wieder limitiert, etwas teurer geworden. Dies ist einmal das Kostüm, wenn es euren Geschmack trifft, ist relativ günstig, lediglich 50 Marken. Während der Ereignisdauer sind auch Waffen-Upgrades angepasst. Hier können nun Steine der Verwandlung der Entschlossenheit sowie die hochwertigen Steine der Verwandlung der Entschlossenheit anstelle der Stein der Verwandlung und den hochwertigen Stein der Verwandlung für die Aufwertung der hier stehenden Waffen verwendet werden. Die Verwandlungssteine der Entschlossenheit werden auch nach Abschluss dieses Events sehr wahrscheinlich permanent im Spiel bleiben. Hierbei sei explizit gesagt, es wird nichts günstiger, die Steine werden lediglich ausgetauscht. Habt ihr aktuell Steine der Verwandlung oder hochwertige Steine der Verwandlung, könnt ihr diese natürlich im Drachenexpress 1:1 eintauschen. Ein weiteres Event ist die Zuflucht des Jägers. Die Ereignisdauer bis zum 19. Februar, Öffnungszeiten täglich zwischen 20 und 22 Uhr Serverzeit. Wie so im Stream eine Palette an Uhrzeiten gezeigt wurde, wann man hier reingehen kann, ist an dieser Stelle sehr merkwürdig. Das Ganze dauert 2 Stunden, nach einer Stunde kommt der Murkdrake und maximal 300 Spieler können den Bereich betreten. Beziehungsweise 300 Spieler sind in diesem Gebiet gleichzeitig zugelassen. Heißt explizit in der Lobby, bevor ihr durchs Portal tretet, wo ihr eine Kugel des Jägers für 10 Gold aus dem Drachenexpress einsetzen könnt, müsst ihr oder können sehr viele Spieler sich in der Lobby versammeln. Allerdings, als Gruppe könnt ihr das Ganze nicht betreten. Innen könnt ihr allerdings Gruppen bilden. Der Finsterdrake erscheint eine Stunde, nachdem der erste Spieler das Gebiet betreten hat.
wo es allerdings zufällig die ausgezeichnete Beute der Zuflucht des Jägers kriegt ihr nur dann, wenn ihr dem Boss mindestens 10% des Schadens zugefügt habt oder den Todesstoß versetzt. Insgesamt ist es ein offenes PvP-Gebiet, ihr könnt jederzeit angegriffen werden, nachdem ihr eine Minute im Gebiet gewesen seid oder eine Fähigkeit eingesetzt habt. Fähigkeit, egal ob gegen einen anderen Spieler oder gegen ein Monster. Als Mitglied einer Gruppe müsst ihr dann auf die verschiedenen Beutestücke bieten. Die Monster und alles bis auf den Finsterdraken können Schlüssel des Jägers, Beute der Zuflucht des Jägers oder seltene Beute der Zuflucht des Jägers droppen. In der Beute der Zuflucht des Jägers, dies benötigt mindestens einen Schlüssel, bekommt ihr garantiert einen Stein der Verwandlung, entweder ein Seelenstein, Heilige Kugel, Mondstein oder Geweihte Kugel und habt die Chance auf Gold, makellosen Juwelenhammer oder einen schnellen Hormon-Erfahrungstalisman. Die seltene Beute erfordert ganze 5 Schlüssel, ihr bekommt die doppelte Menge an Steinen der Verwandlung, mindestens das Doppelte an Steinen oder Kugeln, je nachdem, und die Chance, was anderes rauszukriegen, sinkt sehr wahrscheinlich, vor allem hier unten, Truhe mit der Wacht im Amulett des Donners Phase 1. Ich würde eher wetten, dass ihr es nicht bekommt, mit einer 99,9%igen Chance bekommt ihr es definitiv nicht, aber theoretisch soll es enthalten sein. Zu guter Letzt die ausgezeichnete Beute der Zuflucht des Jägers. Diese erfordert ganze 10 Schlüssel des Jägers, allerdings ist die Rate wieder super, 10 Steine der Verwandlung. Ihr habt auch die Chance auf einen hochwertigen auf 1000 Gold oder federführend die Truhe mit erwachtem Amulett des Morgensterns Phase 1. Ab sofort ist der Herausforderer-Modus für Hangar 0 verfügbar. Für den ersten Platz und für den Elite-Rang gibt es Titel und auch Punkte. Allgemein gibt es auch neue Sammlungen Silberstählern. Hier habt ihr den Assimilierer, die Gesichtsverzierung, die Verzierung allgemein, welche sich hier hinten auf dem Rücken befindet und, was mir besonders gut gefällt, die Haarverzierung. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz für die ganzen Klassen und für die ganzen Geschlechter das Ganze durch. Gerade hier bei den Frauen, da meine ganzen Charaktere weiblich sind, gefällt mir das mit den Haaren schon besonders sehr. Hier hinten, ja, das Kostüm-Adornment ist nicht unbedingt so, ja, interessant. Ich verstehe auch nicht ganz, die Männer haben eine komplette Brille, bei den Frauen gibt es nur halbe Brillen. Ja, muss man insgesamt gucken, ob es einem gefällt, ob es einem Interesse daran gibt. Auf jeden Fall, das ist die Kleidung aus Hangar 0. Den Guide dazu findet ihr ja auch hier auf dem Kanal. Für diese Sammlung bekommt ihr 5 AP und 500 LP. Weitere Änderungen, zum Beispiel für die Herausforderung des Tages, bekommt ihr nun 2 weitere Sonnenperlen. Tümpel und Endlichkeit. Endlich ist die Saison der Freiheit beendet, die Saison der Auferstehung hat jetzt begonnen. Wurde in 3 Abschnitte unterteilt, der erste beginnt heute und endet am 25. März. Nun endlich können die Marken der Freiheit und Markenfragmente gehandelt werden. Neue Seelenabzeichen sind auch verfügbar, kosten wieder 70 Marken. Diesmal Marken der Auferstehung, welche dafür eure Klasse interessant ist, welche ihr dafür braucht. Sobald die Badges dann wirklich auch hier raus sind, gucke ich mal rein und übersetze diese für alle Klassen. Arena der Auserwählten wurde auch zurückgesetzt, die Belohnungen wurden auch aktualisiert. Ich bin mal gespannt, ob man immer noch die wiederentdeckte Geheimtechnik bekommt, ob man immer noch Naju-Tafeln bekommt, weil das sind Items, die man nicht mehr braucht. Aber NCSoft kapiert dies ja nicht. Also sehr wahrscheinlich werden wir da weiterhin zugemüllt. Die einzige Änderung hier wird sehr wahrscheinlich die Art der Marke bzw. die Art der Markenfragmente und die Belohnungsthron sein. Die weihnachtlichen Anpassungen im Dorf Jadestein und in Sarvey wurden wieder entfernt. Turm des Muschins wurde anlässlich des 4. Jubiläums geschmückt. Weil man sich da ja sowieso aufhalten will, weil da ja sowieso keine Spieler sind, weil da sowieso so wenige Spieler sind, dass die Performance richtig gut ist, weil der Code des Spiels das ja auch so unbedingt hergibt. Die Zuflucht des Jägers läuft, wie bereits erwähnt, bis zum 19. Februar. Die Version des Finsterdraken, den wir hier bekommen, ist eine noch fürchterlichere Version als die aus der Mondschein-Zuflucht, also wahrscheinlich genauso gruselig wie Balk und Rauf. Hier steht nun jetzt noch einmal explizit drin, Schlüssel des Jägers, Beute der Zuflucht und seltene Beute der Zuflucht des Jägers garantiert eine von 3 bekommt man, wenn man normale Monster killt.
Ob nun wirklich jedes Monster etwas droppt, ich wage sehr stark zu bezweifeln. Bleibt abzuwarten, aber mit Wahrscheinlichkeiten hat Blade & Soul ist auf jeden Fall sehr gut. Das automatische Angeln, die Feier zum automatischen Angeln, ist nun beendet. Der Einlösezeitraum für Belohnungen der Erntedankfeierlichkeiten ist nun abgelaufen. Und da hatte ich auch einen kleinen Spaß mit, da in den letzten Event News gesagt wurde, diese können bis zu den Serverwartungen am 22.01. eingelöst werden. Nun, auf dem goldenen Nebelstein selbst, unten stand drauf, kann nur bis zum 21.01. benutzt werden, weil der Timer dort ausläuft. Ich habe mich an Support gewandt, habe einmal nachgefragt an den deutschen Support, wir sind eine deutsche Community, wir interessieren uns und was bekomme ich zurück? Ja, wir haben genauso viel Ahnung wie sonst was. Das ist hier einmal der Link zu den englischen News, weil wir selber wissen, dass die deutschen News scheiße sind, weil wir nicht übersetzen können, weil wir irgendwie einen Google-Übersetzer benutzen, weil, ja, ich stelle es eigentlich immer noch ausgeschrieben, ich sollte mich eventuell da mal melden. Ja, Empfehlung, Panikmache, kompletter Bullshit, konnte man heute glücklicherweise noch verwenden, also irgendwie, da müsste man sich mal abstimmen. Festliche Herausforderung ist nun auch beendet, Ereignismarken können noch bis zum 19. Februar gegen Belohnungen eingetauscht werden. 19. Februar, wir kontrollieren das einmal. Im Kalender, 19. Februar, ist wieder ein Mittwoch. Die Verlies-Herausforderung wurde zu Rang 0 geändert. Die erste Saison läuft ebenfalls bis zum 19. Februar. Die Ranglistenbelohnungen sind mit der aktuell letzten Saison identisch. Verzierung, Gesichtsverzierung, Haarverzierung sind nun bei Turmhändlerin Kangcha erhältlich. Ausrüstung und Gegenstände. Die Juwelen. Es gibt nun neue vergoldete fünfeckige Juwelen der Harmonie. Können für 5 Gold an andere Charaktere des selben Accounts transferiert werden. Vergoldete quadratische können für 40 Juwelen Pulver verwertet werden. Wobei diese alleine in der Herstellung über 120 Juwelen Pulver gekostet haben. Wir bekommen auch vergoldete quadratische Obsidian. Obsidian des Duellkämpfers, Granat, Granat des Duellkämpfers und Obsidian-Granat der Harmonie sowie Duell-Obsidian-Granat der Harmonie. Sprich, wenn ihr jetzt noch zusätzlich Steine habt, gönnt sie euch. Kleiner AP-Boost, kleiner Crit-Boost, kleiner Chi-Kraft-Boost. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Handwerksgilde Strahlender Ring kann nun fünfeckige Juwelen herstellen, achteckige Juwele nicht mehr. Drei- und viereckige Vergoldete wurden günstiger gemacht. Prinzipiell, ob das so stimmt, warten wir ab, wenn der Patch live geht. Ein Fehler beim Gefährtenstein, der mir nicht unbedingt aufgefallen ist, wurde jetzt behoben, beziehungsweise alle Gefährtensteine über dem wahrhaftigen Gefährtenstein sind nicht betroffen. Gegen einen Seelensternkristall und 10 Silber könnt ihr euren verbuggten Gefährtenstein zum Ersatzgefährtenstein weiterentwickeln. Ich gehe echt davon aus, dass ihr einfach nur wieder irgendeinen Bot da sitzen habt, der das am Übersetzen ist. Aber sie können allerdings gegen einen Seelensteinkristall und 10 Silber zum neuen Ersatzgefährtenstein weiterentwickelt werden. Echt nicht. Ihr macht einen Fehler, dafür blechen wir nicht. Das macht absolut keinen Sinn. Und wenn wir gerade von Fehlern sprechen, eine neue Verwandlungsmethode für heilige Fiole und Kristall des Gefährten mit dem neuen Gegenstand Öl der Verfeinerung wurde eingeführt. War hier nicht irgendwie so im Livestream 5 Mondscheinkristalle, 5 geweihte Kristalle, 5 Seelensteinkristalle und 5 heilige Kristalle plus 120 Öl für eine Fiole, 1 Kristall und 50 Öl für ein Petpack. Übrigens, Gold für die Fiole war bei 5, Gefährtenstein war für 3, habt ihr jetzt gerade im Bild nochmal gesehen, wurde auch angehoben. Anstatt 5 Kristalle sind es jetzt 30 Kristalle, beziehungsweise anstatt einem Kristall 10 Kristalle. Für eine Chance von 33% verlieren sollte man theoretisch nur die Kristalle. Das Öl soll prinzipiell erhalten bleiben. Allerdings 30 Mondsteinkristalle, 30 geweihte Kristalle, 30 Seelensteinkristalle, 30 heilige Kristalle für eine 33%ige Chance für 120 Öl. Öl generell mit Retour des Öls der Verfeinerung gibt es nach Abschluss von 4 Herausforderungstages am Samstag und am Sonntag und eine weitere mittlere Tour des Öls der Verfeinerung
gibt es nach Abschluss der dritten Herausforderung der Woche. 3 mittlere Truhen, das heißt 75 Verfeinerungsöle sind pro Woche garantiert. Ihr könnt also Worst Case nicht einmal 2 Kristalle des Gefährten pro Woche herstellen. Worst Case Szenario, wenn ihr in allen 3 Truhen nur 25 Exemplare vom Öl bekommt. Während der Einführung des Systems ist die Chance, an das Öl zu kommen, höher. In einem späteren Update wird dies angepasst. Dieses spätere Update wird sehr wahrscheinlich am 29. Januar stattfinden, denn dort findet das Öl auch den Weg aufs Stempelbrett. In Zukunft wird dieses Öl auch in weiteren Inhalten hinzugefügt. Was das allgemein heißt, ist an der Stelle unklar, ist sehr fraglich. Falls ihr Probleme mit diesem Update haben solltet, schaut ins offizielle Bladen-Forum. Dort werden bekannte Probleme definitiv gelöscht und ihr werdet ignoriert. Und wenn ihr Glück habt, auch direkt geblockt, gelöscht, gebannt, keine Ahnung. Bannhammer ist raus. Yuppiedei. 4,5 Stunden für so ein Riesen-Update. Nein. Definitiv nein. Wäre super, wenn sie es schaffen. Ich zweifle an der Stelle definitiv dran. NCSoft, beweis mir, dass du auch ordentlich arbeiten kannst. Thema ordentlich arbeiten, wo ich gerade auf Twitter war. Interessantes Bild. Es ist ersetzt Angler des Himmelsgartens als neues exklusives Kostüm für die 365-Tage-Premium-Mitgliedschaft. Wir erinnern uns, von nicht mal einer Woche hieß es noch, das neue Premium-Kostüm ist eine Copy-Paste-Version vom Angler des Becken des Himmels und Lotusgürtel des Becken des Himmels. Copy-Paste fällt auf, ne, NCSoft? Ganz schön dumm. Immerhin bekommen wir das neue Premium-Outfit doch noch einmal präsentiert vor den Serverwartungen. Da können wir uns nochmal überlegen, ob wir uns wirklich noch einmal 365 Tage hier dran binden wollen, wo es jetzt aktuell immer wieder zu massiven Fehlern kommt, die nicht passieren dürfen, die auch nicht passieren müssten, wenn man... Und ich entsinne mich auch an die 2 Produzenten. Es wurden auch gerade 2 neue Leute erst eingestellt. Vor 7 Monaten. Bringt uns mal einen Produzentenbrief zum Beginn des Jahres. Das wäre was Schönes. Erklärt mal, was euch zum Entschluss gebracht hatte, wieso ihr am Anfang ein neues Premium-Outfit generiert habt, was einfach nur ein altes Premium-Outfit neu koloriert war. Wieso man nicht generell alle Outfits dann einfach umfärben. Ich glaube, alleine dafür lohnt es sich fast schon, auf Twitter zu gehen, um euch da zu ghosten, um auch wirklich irgendwie Informationen zu bekommen, weil es gibt ja leider keinen gesammelten Ort, an dem wirklich alle Infos einmal gezeigt werden. Wie dieser Patch nun insgesamt aussehen wird, wird sich noch zeigen. Server sind quasi jetzt gleich offline. Ich genieße noch ein wenig das schöne Wetter. Die Premium-Klamotte schaut für Lynx sehr gewagt aus. Ich bin gespannt, wie es auf anderen Klassen aussehen wird, wenn der Patch live geht. Wie gesagt, noch ein Vergleichsvideo, was tatsächlich live gegangen ist. Darum abonnieren auf keinen Fall vergessen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like. Bei Fragen, Wünschen und auch Anregungen schreibt es mir gerne einmal unten in die Kommentare.